mache diesen Job jetzt seit 27 Jahren. Ich bin angefangen mit 24. Ich habe erst was ganz anderes gemacht. Ich bin mit 17 Jahren war ich zuerst unter Tage. Für 3 Jahre habe da meinen Facharbeiter gemacht in der Bergmechanik. Und dort wurde mir dann angeboten, dass ich weitermachen könnte, also ein Steiger. Eine Freundin, die hatte sich angemeldet auf einer Schauspielschule oder wollte sich anmelden. Und der habe ich einfach gesagt, meld mich mit an. Und ich bin mehr wie die Jungfrau zum Kind, also zu diesem Job gekommen, was auch im Endeffekt ganz gesund war, also ganz unbeleckt da reingesprungen. Und ich muss sagen, also diese Ausbildung gemacht zu haben damals, also diese 3 Jahre, diese Schule, also diese Schauspielschule, das ist eigentlich eine ganz wertvolle Zeit gewesen. Das kann ich auch wirklich jedem empfehlen. Nicht um jetzt Pantomime oder Ballett oder Gesangunterricht zu machen, das überhaupt nicht. Es geht einfach nur darum, zu spielen, quasi, sage ich mal, sich frei zu spielen. Und das ist was ganz Wichtiges und sich selber zu begreifen. Sich selber so weit zu begreifen, also so sieht man aus, das ist die Stimme von einem und anders ist es auch nicht. Also mein Körper ist mein Kapital und damit lege ich dann los. Und diese 3 Jahre hatte ich dann durchgezogen, danach war ich dann ein paar Jahre am Theater. Aber es ist ein schwerer Job, er ist nicht einfach und es ist einfach ein Job, den man auch begreifen muss und lernen muss und es gehört auch eine Menge Lebenserfahrung dazu. Ich würde das sicherlich als junger Mensch, also wenn ich jetzt noch mal in dieser Situation wäre, versuchen auch das zu nutzen und versuchen somit auch einzusteigen oder vielleicht eine Ausbildung zu machen. Danke.